Da wir beide im Moment sicher nicht gestört werden wollen, bleibt mir Zeit, einen Vorfall nachzureichen, der vielleicht einmal für das Verständnis der ganzen Geschichte notwendig werden könnte. Ehrlich gestanden, ich wollte das schon längst tun, doch ist mir klar, dass dann diese Parabel vielleicht irre erscheinen könnte. Aber es wird mir auch nicht viel anderes überbleiben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also dann, tief Luft geschöpft und durch. Es war schon lange, lange bevor ich überhaupt zur Welt kam, ja unglaublich viel früher. Vielleicht sogar noch etwas früher. Da flog also irgendwo im Weltall ein Raumschiff, sehr schnell, wahnsinnig schnell, fast mit Lichtgeschwindigkeit, was noch viel wahnsinniger schnell ist. So wahnsinnig, dass dort Raum und Zeit verzerrt werden, was wirklich wahnsinnig ist. Und, dass dort die Zeit viel langsamer vergeht, als bei einem Beobachter, der sich dazu langsamer bewegt. Relativ natürlich. Okay, jetzt kommt wieder die Frage, woher ich das wissen kann. Stimmt, was ich nicht wissen konnte, war das, was sich im Weltall abspielte und das sogar lange vor meiner Zeit. Trotzdem versuche ich, das hier aufzuschreiben. Verstanden? Na also? In diesem Raumschiff also mit einer wahnsinnig großen Besatzung, fast so viele, wie es jetzt auf der Erde Menschen gibt, da saßen damals zwei Männer. Die hießen Pumasland und Pimosland. Genau genommen hießen die ganz anders und es waren auch keine Menschen, vielleicht waren es sogar Mogs. Aber ich verlange vom Leser ohnehin schon viel Geduld, da nehme ich mir die Freiheit und benenne sie halt so, dass es einfach zu merken wird. Pumasland war verheiratet. Mit einer wunderschönen Frau, zum einfachen Verständnis erlaube ich mir diese Bezeichnung. Und wie es so manchmal kommt, begehrte Pimosland dieselbe Frau. Und er versuchte jede Möglichkeit, dem Pumasland die Frau Pumasland auszuspannen. Doch Madame Pumasland war ebenso treu wie schön. Und so hatte Pimosland eigentlich keine Chancen bei ihr. Beide waren Sterngucker. Und beide suchten geeignete Planeten für eine neue Ansiedlung, ihr Heimatplanet, das System 47 Ursae Majoris, war ein Raub ihrer Sonne geworden, verbrannt. Als sie nun eines lauen Abends, im Weltall, egal, bei einem kühlen, leuchtenden Drink das All beobachteten, sahen sie einen fernen blauen Planeten. Pimosland ging in sein Zimmer und fütterte seinen geheimen Supercomputer mit den Daten der Physik des dortigen Planetensystems. Das Ergebnis war, dass dieser Planet wie ihr Heimatplanet eines Tages in seinen Zentralstern stürzen wird. Und das nach Zeitrechnung der Mogs, ich bleibe zur Einfachheit bei diesen Namen, auch wenn er nicht so ganz stimmt, aber da er in der Handlung schon mal vorkam, und das nach Zeitrechnung der Mogs, schon bald. Zur Erinnerung, die bewegten sich nahezu mit unglaublicher Wahnsinnsgeschwindigkeit. Wenn hier auf der Erde 1 Million Jahre vergehen, vergingen bei denen vielleicht 5 Minuten. Pimosland ging zurück, nahm sein Glas mit dem leuchtenden Hochprozentigen, prustete Pumasland zu, dachte an Madame und sagte, ich wette mit dir, dass dieser Planet in seine Zentralsonne stürzen wird. Pumasland, der von der blauen Farbe immer sehr angetan war, denn Frau Pumasland hatte blaue Haare, wollte das nicht glauben. Aber Pumasland war an diesem Tag auch innerlich etwas blau und so konnte er die Folgen der nun von Pimosland angebotenen Wette nicht richtig abschätzen. Pimosland bot also an, wenn dieser Himmelskörper in seiner Sonne verglühen wird, gibst du mir deine Frau zur Frau. So eine Wette war bei den Mogs durchaus nicht ungewöhnlich, wenn auch ein wenig amoralisch.
Pummersland war ob der inneren und äußeren Bläue blauäugig und stimmte zu. Was ich noch nachzutragen habe, die Mocks konnten jede Form annehmen. Um sich das leichter vorstellen zu können, sie waren ähnlich der Barbapapas in einer französischen Geschichte, Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Übrigens kommt der Name vom französischen Begriff Barbapapa, etwa Pap-Up-Art, was das Wort für Zuckerwatte ist. Niemand sollte behaupten, dass irreparabel nicht auch bildet. Sagte ich schon einmal, aber das kann man nicht oft genug sagen. An diesem lauen Abend ging Pimosland öfters auf so etwas Ähnliches wie eine Toilette, dort wandelte er sich nach Bedarf, reiste mit einem Affenzahn, so hießen dort die Beiboote, zur Erde, denn das war der blaue Planet, und tat dort alles, was er für nötig erachtete, dass die Erde nicht irgendwie doch gerettet werden könne und er letztendlich die Frau Pumasland sein eigen nennen konnte. Auf der Erde vergingen Jahrmillionen und Pimosland war in der Zeit oft da. Zum leichteren Merken, Pumasland ist also der Gute, Pimosland der Böse.